Hi Leute, hier ist wieder euer Matsujin mit einem Legendary Report. Wir haben ein paar Legendaries, ein gutes sind dabei, Schuhe hier, einen Echoing Fury, Immortal King Handschuhe. Also sind ein paar Sachen dabei und ich bin gespannt, ob diesmal was dabei ist, was vielleicht mal ein bisschen mehr wert ist als 20, 30 Millionen. Okay, die Gegenstände sind identifiziert. Wir gehen zum Händler. Ach, was, wir im Händler wollen wir doch gar nicht. Wir gucken erstmal ganz bequem durch, ob vielleicht was Gutes dabei ist. Nee. Immortal King Handschuhe mit Crit, Stärke, Wit. Ja, nö. Nicht so toll. Die sind auch eher schlecht als recht. Zauberhut mit Crit-Chance. Sever. Okay, hier. Ach, ist eher ein Lower Damage Roll. Aber ich dachte, die ist glaube ich nichts wert. Aber naja, wir gucken mal nochmal. Ist auch nichts wert. Triumphirat, hat die immer Crit-Chance drauf? Ich weiß es nicht, ey. Aber 42 bis 48 Damage, was ist denn das? Ich glaube, das habe ich noch nie so schlecht gesehen. Auch schlecht. So, bitte komm. Yeah, die ist kacke. Okay, Zauberdolch. Keiner. 179 Dex. Nee, die ist auch bad. Also die Schuhe sind schlecht. Wir können ja mal reingucken, aber mittlerweile kriegt man ja doch schon relativ günstig Schuhe. Auch nichts wert. Dann haben wir hier Zauberdorn, auch nichts wert. Hier wieder ein Ivory Tower. Hier muss Crit-Chance drauf sein, damit er überhaupt was wert ist. Und jetzt noch hier 6 Holy Damage mit 1,7 Spirit Regeneration und Tempest Wash. 1,7 ist echt low. Also, und 3% Tempest Wash. Also ich sage ja mal, mindestens 2% sollte man schon haben. Also ich finde, ich glaube, ja, den, keine Ahnung, schmeißen wir mal in den Giveaway rein oder so. Na gut, dann gehen wir mal ins Auktionshaus und schauen mal nach, ob wir was verkauft haben. Nee, erstmal schauen wir nach, ob hier irgendwas wert ist. Die Schuhe, wir haben hier Schuhe, ich gucke mir mal die Schuhe an. Die hatten 170 noch was Dex, 179, da können wir mal 170 eingeben. Fangen bei 300k an, damit hat sich das mit den Schuhen schon erledigt. Weiter geht's mit dem Ding hier. Da ist immer Crit-Chance drauf, somit hat das Ding komplett verkackt. 169 Intelligenz, das ist kacke. Und hier ist bestimmt immer Arkan drauf auf Crit, oder? Ah, okay. Jo, ich sehe schon. Aber ey, der Int-Wert ist 300. Aber das ist doch, der Damage-Wert ist echt scheiße. Wenn ich jetzt hier 300 Int eingebe und dann hier solche Damage-Rolls sehe, mein, ey, wer hätte der noch einen geilen Damage-Roll gehabt? Aber nein. Obwohl, naja, es geht noch. Was für ein Skill ist denn da drauf? Schockpuls-Damage? Ja, ich habe keine Ahnung. Finden wir hier Schockpuls-Damage? Shockpulse Damage vielleicht hier. Kann man nach Shockpulse Damage suchen? Wizard, Shockpulse. Was? Aber der hatte doch nur 3%, oder? 5%. Oh, aber der hat auch einen fetten Damage. Ich weiß es nicht, was das Ding wert ist. Ich mache den für 1 Million Start und dann, wenn der was wert sein sollte, dann bieten die Leute sich eh hoch. Hoffe ich doch mal. So. Okay, ja, das war's schon wieder. Wir haben gerade was verkauft. Wir haben Inas Temperance verkauft für 4,5 Millionen. Die Hose, die ging jetzt hier weg. 4,5 Millionen mit 154 Dex, 33 und 8% Attack Speed. Die ist weg und ich würde sagen, das war's mit dem Legendary Report. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Legendaries. Bis zum nächsten Mal, euer Matsujin. Daumen hoch nicht vergessen. Bye, bye.